Guten Abend und ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung, jetzt schon zum vierten Mal. Ich bin gerne gekommen und das Thema heute Abend ist Medizin und Beziehungen. Und ich möchte damit anfangen, dass ich 2 Minuten meiner Vortragszeit zur Verfügung stelle, damit Sie sich fragen, wie sind Sie da, wer ist Ihr Nachbar oder Ihre Nachbarin, und fragen Sie doch Ihre Nachbarn, warum sind Sie heute da? Ich schaue auf die Uhr, 2 Minuten Beziehungszeit am Anfang. Wir leben heute in einer Pandemie der Einsamkeit. Noch nie hat die Menschheit so viel kommuniziert wie heute und noch nie hatte die Menschheit so wenig Beziehung. Und Beziehung ist medizinisch enorm relevant. Wir haben in der Ärzteausbildung in Allesheim uns einen Begriff erarbeitet. Wir haben das Verständnis, dass Beziehung erst einmal bei uns selbst beginnt, bei mir. Aber indem wir in der Welt tätig sind und in der Welt handeln, prägen wir etwas von uns in die Welt. Durch unsere Taten prägen wir mit jeder Handlung, mit jeder einzelnen Tat immer etwas von dem der Welt auf, was unsere eigene Vision ist, unser eigener Stern, was unsere eigenen Werte sind, was unsere eigenen Gedanken sind. Etwas von dem, wie wir fühlen, kommt in die Welt und natürlich etwas von dem, was wir wollen. Das bedeutet aber, dass mit jeder Tat etwas von mir bei der Welt bleibt. Sie alle nehmen etwas von mir mit, indem ich hier durch meine Sprache handelnd bin. Und je länger wir leben, desto mehr entsteht etwas von mir in der Welt. Desto größer wird der Anteil von mir, der in der Welt lebt. In der Ärzteausbildung nennen wir das die soziale Inkarnation. Wir starten in unserer Kindheit, dass wir bei uns selbst ankommen, dass wir selbst werden, dass wir zu uns selbst Ich sagen. Aber indem wir uns in der Welt betätigen, und das finde ich einen unglaublichen Gedanken, wächst etwas von uns wie in der Peripherie, was wir auch sind. Die Summe aller Erlebnisse, die die Welt mit mir hat, ist auch Ausdruck meines Selbst. Im Krankenhaus treffen wir manchmal auf Menschen, die sind körperlich total krank. Aber sie sind so sozial gesund, dass sie mit diesen sozialen Gesundheitsressourcen, mit dem, was ihre soziale Inkarnation ist, unglaublich gut lebensfähig sind. Heute Morgen habe ich einen 77-jährigen Patienten visitiert und ich sehe den, oder ich mache einmal die Woche Visite auf der Station, und deswegen sehe ich die Patienten immer mit etwas Abstand. Und wenn man Entwicklungen mit Abstand sieht, dann sieht man die größeren Bögen und Schritte viel leichter, als wenn man ganz nah dran ist. Und der ist letzte Woche eingetreten und hat aufgrund einer Proteinerkrankung der Gefäße spröde Gefäße auch im Gehirn und hatte zum 2. Mal im Leben eine Hirnblutung. Und als ich ihn letzte Woche kennengelernt habe, saß er auf seinem Stuhl und hat eigentlich nicht richtig reagiert. Hat immer nur Ja gesagt.
Aber man wusste eigentlich nicht, ob das Ja ein Ja ist oder ein Nein oder ein Guten Morgen oder ein Lassen Sie mich in Ruhe oder wenig Mimik und wenig Bewegung. Wir mussten ihm aktiv in den Stuhl helfen oder die Pflege, damit das überhaupt möglich war. Und jetzt habe ich ihn heute Morgen gesehen und er lag im Bett und lächelte mich an und ich sagte Guten Morgen und er sagte Ja. Und dann habe ich ihn aber gebeten, ob er sich nicht hinsetzen möchte. Und dann hat er die Decke weggemacht und sich aufrecht hingesetzt. Und ich habe sofort gemerkt, die Bewegung ist eine ganz andere. Und dann fragte mein Oberarzt etwas, kommt heute Nachmittag Ihre Frau? Und dann sagte er, nee, die kommt erst morgen. Und dann war plötzlich viel mehr da als nur ein Ja. Und er kann wieder selber aufstehen und gehen. Und als er letzte Woche da war, dann war klar, das ist ein neurologisches Problem. Und bis sich jemand erholt von einem Schlaganfall oder einer Hirnblutung, das ist natürlich sehr unterschiedlich, aber oft dauert das lange. Und deswegen haben wir gleich am Anfang schon daran gedacht, was braucht dieser Mensch, wenn die Behandlung bei uns zu Ende ist? Und haben gesagt, der geht in die Neuroreha. Und wir wissen, es ist total schwierig, da einen Platz zu bekommen, aber wir haben gesagt, der muss üben, der ist so jung noch mit seinen 77, der war vorher gut im Leben, der braucht noch mal 3, 4, 6 Wochen Anschlussbehandlung. Und heute Morgen hat mir der Oberarzt dann erzählt, als ich gefragt habe, ob das mit dem Reha-Platz schon geklappt hätte, nee, der geht gar nicht in die Reha. Und dann habe ich mich gewundert, wir waren uns so sicher, dass das der richtige Weg ist. Und dann hat mein Kollege gesagt, nein, sie hätten mit der Frau gesprochen und die Frau würde sich wünschen, dass er nach Hause kommt. Und sie würde sich unglaublich kümmern. Und gestern hätte er die beiden im Café gesehen und sie hätte da mit ihm gesessen und ihm über den Kopf gestreichelt und sie hätten Kuchen gegessen und Kaffee getrunken. Und die Frau sei der Meinung, jeder Tag, den ich mit meinem Mann zu Hause bin, ist ein Geschenk. Wie sozial gesund. Und da war völlig klar, dass der keine Reha braucht, weil die Frau alles macht, was dieser Patient, was dieser Mann braucht. Und morgen geht er nach Hause und wir hoffen, dass nicht noch ein Gefäß platzt und die möglichst lange noch miteinander Zeit haben. Und ich konnte dann auf Visite mit dem Patienten sprechen und hat gesagt, ja, das würde ich mir wünschen. Aber das hat etwas von Gesundheit. Da ist jemand sozial gesund in seiner Inkarnation. Und wir haben Menschen, da ist es genau andersrum. Da hat man den Eindruck, die sind körperlich eigentlich, haben die nichts. Also wir finden zumindest nichts. Aber die sind sozial so krank, dass die auch nicht lebensfähig sind. Also aufwachen dafür, dass wir eigentlich auf zwei Art und Weisen in der Welt stehen. In uns und die Art und Weise, wie wir uns in der Welt betätigen, entwickelt ein Ich in der Peripherie, im Anderen, im Sozialen. Was mich daran bewegt und begeistert ist, dass eigentlich deutlich wird, dass wir die Möglichkeit haben, die Welt zu prägen. In solchen Ohnmachtssituationen wie unserem sozialen Scheitern in der Ukraine kann man ja denken oder kann man sich fragen, welche Bedeutung hat meine Tat? Aber wenn wir uns klar machen, dass in jeder einzelnen Tat etwas von mir mitwirkt, dass ich der Welt mit jeder einzelnen Tat eine Farbe mitgebe, ein Leuchten, und dass es an mir liegt, welcher innere Anteil von mir durch dieses Handeln in die Welt kommt, dann habe ich die Hoffnung nicht aufgegeben, diese Welt zu einer immer besseren zu gestalten. Und dazu möchte ich Mut machen. Das ist nicht die einzige Art und Weise, wie wir mit der Welt verbunden sind. Wenn wir die Welt wahrnehmen, dann verbinden wir diese Wahrnehmungen mit uns selbst. Und wie wunderbar vielfältig ist die Art und Weise, wie die Welt zu uns durchdringt. Das kann ein Geruch sein, wenn wir morgens im Bett aufwachen und die Partnerin oder der Partner schon Kaffee gekocht hat. Das kann das weiche Gefühl einer Wolldecke sein, wenn es abends draußen kalt ist und man sich einwickelt. Die Berührung eines lieben Freundes,
Die Welt begegnet uns durch unsere Sinne wie zerstückelt. Aber unser Innenleben hat die Möglichkeit, aus all diesen einzelnen Aspekten ein ganzes Erlebnis zu machen. Und wir knüpfen an diese Wahrnehmung unsere Gefühle, erschaffen unsere Erinnerungen, lernen aus dem, was auf uns zukommt und werden andere Menschen, je nachdem, was uns begegnet. Das bedeutet aber, dass alles, was auf mich zukommt, alles, was ich an Erfahrung und Erlebnis habe, das Potenzial birgt, Teil von mir zu werden. Das bedeutet aber doch, dass alles, was ich erlebe, im Potenzial ich werde, im Potenzial ich bin. Das heißt, ich kann sagen, die Welt, die mir begegnet, ist im Potenzial Teil meiner eigenen Individualität. Durch die Sinne, durch das, was meine Erlebnistore für meine eigene Seele sind, nehme ich den Teil aus der Welt auf, der zu mir gehört. Das heißt, jeder von Ihnen enthält ein Stück von meinem Ich. Das wird dadurch, dass wir miteinander in Beziehung gehen. Wir erleben unser Ich immer so punktuell. Hier bin ich. Aber wenn man sich das Wahrnehmen reflektiert und darüber nachdenkt, dann merken wir, dass Sie alle auch Ich sind, zumindest potenziell, und ich den Teil, der zu mir gehört, von Ihnen in der Begegnung abhole. Also die Frage, was von dem, dem ich begegne, ist mein Anteil? Was ist mein Anteil von Ihnen? Das, was mir begegnet, gehört zu mir, bevor es bei mir ankommt. Das, was mir begegnet, kann ich werden. Und wer das Soziale beobachtet, der weiß, dass gerade im Erwachsenenalter das wahrscheinlich die größte Frage ist. In einem Konflikt, in einer Begegnung, sich zu reflektieren, was ist mein Anteil? Und das ist ja auch das Wunderschöne im Sozialen, dass die Welt mir einen Spiegel zur Verfügung stellt, in dem ich mich selber sehen lernen darf. Und wir können sagen, das Soziale des Alltags ist wahrscheinlich mit der wichtigste Entwicklungsraum des Erwachsenen. Weil in ihm das Ich werde Welt und die Welt wird Ich miteinander geübt werden kann. Und üben braucht es. Oh, wenn Sie Chefarzt in einer Abteilung sind, dann braucht das soziale Üben. Immer wieder hinschauen. Wer bin ich? Wer bist du? Was ist mein Anteil? Was ist dein Anteil? Wie gehen wir miteinander in Beziehung? Wo begegne ich dir als ich? Wo begegne ich mir in dir? Das hat ein rhythmisches Element, ein schwingendes. Wenn wir das anschauen, dann begegnen sich in der Begegnung zwei Ströme, das, was meine Taten sind und das, was mir aus der Welt entgegenkommt.
Und das, was mir aus der Welt entgegenkommt, hat etwas mit mir zu tun, so wie das, was ich in die Welt bringe, etwas mit der Welt zu tun hat. Also ich begegne mir ein Stück weit selbst. Und diese Beziehung zwischen dem, was ich der Welt schicke, und dem, was die Welt mir schickt, wo wir ja dann im deutschen Sprachgeist sagen, das hat etwas mit Schicksal zu tun. Das braucht eine gesunde Beziehung. Und es ist unglaublich, was da an Möglichkeiten enthalten ist, wenn man dafür wach ist, wie das, was aus der Welt kommt und das, was ich selber mitbringe, in Begegnung, in Beziehung geht. Josef Beuys hat mal gesagt, die Mysterien finden am Bahnhof statt. Ich bin mir sicher, das Krankenhaus ist auch so ein Bahnhof. Auf jeden Fall ist es ein Ort für Mysterien. Und ich erinnere mich gut, vor ein paar Monaten hatten wir einen Unterassistenten, das sind die PJler in Deutschland, das sind Medizinstudierende, die ihre ersten Prüfungen alle hinter sich haben und jetzt kurz vor dem Staatsexamen stehen. Und wir hatten einen Unterassistenten, Christian, und die arbeiten bei uns normalerweise auf Stationen mit. Und die haben es richtig gut, weil die dürfen selber Patientinnen und Patienten betreuen und werden oberärztlich direkt betreut und lieben das eigentlich, so richtig in die Alltagsarbeit eintauchen zu dürfen. Und der hat irgendwie seinen Platz nicht so richtig gefunden und dann war er mal auf Station und mal auf dem Notfall und dann war er auf dem Notfall, etwas, was eigentlich gar nicht vorgesehen ist, und ist dort mit auf Visite gegangen. Und dann hatten wir einen schwerstkranken Patienten, bei dem wir eine Tumorerkrankung erst diagnostiziert haben, und seine Frau kam zur Visite dazu und es war sofort spürbar, zwischen diesen beiden Menschen lebt ein riesiger Konflikt. So, dass wir als leitende Ärztinnen und betreuende Kollegen gemerkt haben, wir können da jetzt gar nicht über die Erkrankung reden, weil die beiden so miteinander beschäftigt sind und mit ihrer Beziehung, dass für Medizin gar kein Platz ist. Und dann ist dieser Christian da später nochmal rein. Ich meine, der war der Jüngste im Team, der war auch der Lebensunerfahrenste im Team, der will Kardiologe werden, wahrscheinlich hat der einfach ein gutes Herz. Aber der hat irgendwie mit den beiden gesprochen und muss die richtigen Worte gefunden haben, und dann ist er am nächsten Tag nochmal hin und nochmal hin, immer er, nochmal hin und nochmal hin, und als die Entlassung anstand, dann hatten die beiden keinen Konflikt mehr. Aber was muss da alles passieren? Da muss jemand aus Deutschland in die Schweiz kommen, statt auf Station, wo sein Einsatzort ist, plötzlich auf dem Notfall sein, in der Visite mitmachen, zufällig nochmal in das Zimmer gehen und dann noch die richtigen Worte finden. Und das ist wunderbar, oder? Dass solche Momente möglich sind. Zwei Menschen gehen joggen, haben nichts miteinander zu tun, aber treffen sich unter derselben Laterne morgens früh um 6:10. Wie viel braucht es, dass der eine Mensch nicht 10 Sekunden früher losgelaufen ist und der andere nicht den Schnürsenkel binden musste, damit dieser Begegnungsmoment möglich ist? Dieses sich begegnen von dem, was auf mich zukommt und dem, was ich mitbringe, das war ein unglaubliches Mysterium. Dieses Schicksalsergreifen im Alltag. Im Jugendseminar hier in Stuttgart, wo ich ein paar Jahre lang einmal im Jahr unterrichten durfte, da haben mich die jungen Menschen immer gefragt, ja, aber woher weiß ich denn, was mein Schicksal ist? Woher weiß ich denn, was zu mir gehört? Ist das, was mir begegnet, der andere oder bin ich das? Hat das was mit mir zu tun? Das ist eine schwierige Frage. Ich habe dann in mich selber reingelauscht und habe mich gefragt, wie ich das mache. Und vielleicht kennen Sie das, wenn ich mit meinem Leben im Fluss bin oder wenn ich den Eindruck habe, ja, ich habe den Eindruck, das ist wie eine Melodie. Das ist so, als würde man die Melodie des Lebens hören, wo man merkt, das klingt harmonisch zusammen. Bei Armin Husemann im Seminar haben wir da mal drüber gesprochen und haben gemerkt, das hat was mit Wärme zu tun. Mit der Frage, werde ich warm mit meinem Leben? Werde ich warm mit den Menschen, die mir begegnen? Werde ich warm mit den Fragen, die mir begegnen? Auch werde ich warm mit der Rückmeldung, die ich bekomme.
habe ich den Eindruck, ich werde warm mit dem Spiegel. Das kann auch heiß sein. Aber dieses Element des Warmwerdens mit dem Leben als Prüfstein, ob das, was mir begegnet, zu mir gehört. Ich glaube, es ist ein unglaubliches Geheimnis, weil die Wärme etwas ist, was äußerlich auftreten kann, aber man kann auch seelisch warm werden und wir können auch geistig warm werden in der Begeisterung und immer merken wir, das ist etwas, womit wir uns verbinden wollen. Und diese Wärme im sich verbinden wollen, ist, glaube ich, das ist das Werkzeug, mit dem man diese Verbindung schafft, mit dem man seine eigene Melodie des Lebens hört. Jetzt würde ich gerne noch mal eine Minute Beziehungszeit zur Verfügung stellen, aber jetzt Beziehungszeit zu sich selbst. Vielleicht darf ich Sie anregen, sich zu besinnen. Wie sind denn Ihre Beziehungen? Welche Beziehungen geben Ihnen Kraft? Welche Beziehungen brauchen Kraft? Nur für sich. ...1938 wurde in Harvard eine Studie begonnen, die bis heute läuft. Es wurden mehrere hundert Menschen eingeschlossen, aus ganz unterschiedlichen Gesellschaftsschichten, ganz unterschiedlichen Berufsfeldern. Und man hat sich vorgenommen, sie über ihre gesamte Biografie zu begleiten, sie, ihre Kinder und Enkel, um zu schauen, was ist ein gutes Leben. Und mittlerweile ist quasi der vierte Professor in der Studienleitung, weil die Professoren nicht so lange überlebt haben, wie die Studie läuft. Und man findet von Professor Robert Waldinger dann eine Auswertung zu den ersten 75 Jahren. Und die haben in der Studie geschaut, was sind die Faktoren, die dazu beitragen, dass Menschen im Alter gesund sind. Und sind erstaunlicherweise nicht auf den Cholesterinwert gekommen und nicht auf den Blutdruck und auch nicht darauf, ob jemand ein Darmkrebsvorsorgeprogramm in Anspruch genommen hat. Interessanterweise auch nicht auf das Nettoeinkommen pro Monat oder Jahr. Sondern was die festgestellt haben, ist, dass die Menschen, die mit 50 Jahren in ihren Beziehungen am glücklichsten sind, mit 80 Jahren am gesündesten bleiben oder sind. Also gesunde Beziehungen führen zu einem gesunden Leben. Und gesunde Beziehung heißt nicht, dass man sich nicht streitet. Gesunde Beziehung kann auch intensiv sein, kann auch mit Konflikt sein. Aber wo die Menschen in der Selbstbeurteilung sagen, mit diesen Beziehungen bin ich glücklich, die sind mir wichtig. Und es war nicht, wer die meisten Beziehungen hat, oder man würde heute wahrscheinlich fragen, die meisten Follower, sondern jemand, der den Eindruck hat, seine Beziehungen sind so für ihn gut. Also gute Beziehungen führen zu einem gesunden Leben. Und das hat schon Aufsehen erregt, als er das vor 10 Jahren etwa das erste Mal veröffentlicht hat. Und mittlerweile hat England das erste Ministerium für Einsamkeit gegründet. Man müsste eigentlich sagen Ministerium gegen Einsamkeit. Die deutsche Bundesregierung hat dieses Jahr eine Strategie veröffentlicht, Strategie gegen Einsamkeit. Gemeinsam ist die Werbung dafür. Die Einsamkeit hat vor der Pandemie etwa 2017 14% der Bevölkerung betroffen. 2021 42% der Deutschen berichten von Einsamkeit. Einsamkeit ist pandemisch geworden, betrifft fast die Hälfte der Deutschen und ist ein Risikofaktor für ein nicht gesundes Leben. Und ich habe mich deswegen gefragt, was braucht es, um in Beziehung zu bleiben? Was braucht es, um Beziehung zu pflegen? Und ich hatte in den letzten Wochen ein paar für mich wesentliche Gespräche mit Harvin Toh,
Er ist der erste Glücksminister in Bhutan gewesen, der dort das Bruttonationalglück etabliert hat anstelle von Bruttoinlandsprodukt oder Bruttonationalprodukt. Und wir haben uns gerade um die Frage der Beziehung auch ausgetauscht. Und von ihm habe ich gelernt, es braucht eigentlich drei Beziehungen, die wir pflegen. Und die erste Beziehung, die wir pflegen sollten, das ist die Beziehung zu uns selbst. Wer bin ich? Dass wir uns fragen, wie geht es mir mit mir? Wer bin ich geworden? Vielleicht auch die Frage, wer bin ich denn, als wer bin ich denn gemeint? Wenn wir in uns hineinhorchen, dann merken wir, es gibt eine Idee von uns, die ich sein könnte. Und an der wir auch wie mit einer Stimme in der Melodie des Lebens ständig arbeiten. Dass wir uns selbst gerecht werden, dass wir in unseren Handeln so handeln, wie wir eigentlich handeln wollen. Und wir können im Achtsamsein auf uns selbst merken, da gibt es etwas, was ich sein könnte, aber noch nicht bin. In der Anthroposophie nennen wir das das höhere Ich. Das, als dass ich gemeint bin, dass ich sein könnte und das ständig dabei ist zu werden. Und diese Beziehung zu uns selbst und zu dem, was uns eigentlich ausmacht, diese, wir können sagen, Selbstbeziehungskomponente, die üben wir interessanterweise nicht im äußeren Lärm, sondern in der inneren Ruhe, in dem drauf achten, wer da ist. Achtsamkeit, Konzentration, Meditation. Aber wir sollten eine Kultur weiter fördern, in dem Achten auf sich selbst genauso etabliert wird wie Zähneputzen. Weil es eine Dimension ist, die genauso wichtig ist, wie dass wir unseren eigenen Körper hygienisch und aufmerksam behandeln. Also es braucht dieses Achten auf das eigene Beziehungselement, die Beziehung pflegen zu mir selbst. Wer bin ich geworden? Wer könnte ich sein? Und die zweite Beziehung, die dann dadurch möglich wird, ist eben die Beziehung zum anderen. Das hat nicht so viel mit Konzentration und Nachdenken zu tun. Das reicht zumindest nicht. Wenn wir die Beziehung zum anderen pflegen wollen, dann brauchen wir unser Fühlen, ein Mitfühlen. Es ist interessant, was die Medizin in den letzten Jahren aus sich gemacht hat. Wenn ich reflektiere, was stattfindet im Sprechzimmer oder in der Notaufnahme, dann erleben wir dort Individuen, ein Ich geht zum Arzt, zur Ärztin und hat ein ganz individuelles Leid. Der Mensch wird ja zum Patienten, wenn er sich seines Leidens bewusst wird und bereit ist, dafür Hilfe anzunehmen. Das ist etwas ganz Individuelles. Naja, und dann auf der anderen Seite kommt ein ganz individueller Arzt oder eine ganz individuelle Ärztin. Und was machen wir dann? Wir versuchen, das Problem unserer Patienten zu objektivieren. Wie ist der CRP-Wert? Wie ist der Cholesterinwert? Wie klingt die Lunge? Wir nehmen alles weg, was individuell ist und schauen, was davon kann ich messen, zählen, wiegen. Und dann ziehen wir uns innerlich zurück und fragen uns, okay, was weiß ich denn, was diesem Menschen helfen könnte? Aber nicht individuell, sondern statistisch. Also wir schauen in die Summe aller unserer Daten, was wissenschaftlich, statistisch für das objektive Problem möglichst richtig ist. Und dann begegnen sich objektivierte Behandlungsvorschläge mit objektivierten Parametern und sollen irgendwie gesund machen. Ja. Wahrscheinlich aus der Patientinnenperspektive fühlt man sich als Individualität dann nicht unbedingt gesehen.
aus der Perspektive von mir als Arzt fühle ich mich auch nicht gebraucht. Weil es braucht mich als Individualität gar nicht, um etwas Standardisiertes zur Empfehlung zu bringen. Zwei Iche, die eigentlich da im Raum sitzen und nicht zueinander finden. Und ich glaube, das ist ein Problem, was wir nicht nur in der Medizin haben. Wir laufen ganz oft in die Welt, durch die Welt und sehen immer nur uns. Sehen immer nur den Teil, den wir sehen wollen. Den Teil, der eben mein Teil am anderen ist und nicht der andere selbst. Wenn wir das ernst nehmen mit diesem Wahrnehmungsprozess, dass ich durch die Sinneswahrnehmung immer meinen Teil einsammle, dann bleibe ich ja immer in meiner eigenen Blase. Wie schaffe ich, dieses Objektive des anderen zu überwinden? Michael Ende hat da ein sehr schönes Rätsel, das das löst. In seinem Gauklermärchen beschreibt er die Situation, dass die beiden Hauptpersonen, eine Prinzessin und ein Prinz, zur bösen Spinne Angramein kommen. Und Angramein sitzt in ihrem Netz und ist mit der ganzen Welt vernetzt und weiß alles. Und ja, gerne könnt ihr mir ein Märchen, ein Rätsel stellen. Das werde ich lösen können, weil ich habe das Wissen der ganzen Welt, sinngemäß. Und dann stehen die beiden dort und stellen ein Rätsel. Und ich glaube, das hat was mit der Patientinnen-Ärztinnen-Beziehung oder überhaupt mit Beziehung zu tun. Und das Rätsel ist so, dass sie sagt, es gibt zwei Schreine, A und B. Der Schlüssel für den einen Schrein liegt dem anderen. Und der Schlüssel für den anderen liegt im einen. Wie können wir diese Schreine öffnen? Und dann wird da beschrieben, wie die Spinne ja, nicht weiterkommt, weil das mit Wissen nicht zu lösen ist. Und die Lösung ist dann ganz einfach. Um diese Grenze des Objektiven zu überwinden, braucht es nicht den Verstand. Es braucht das Herz, es braucht die Liebe. Weil die Liebe in der Lage ist, dass der andere sich für mich öffnet. Und das ist das, was es in der zweiten Beziehungsdimension braucht. In der Beziehung zum anderen braucht es dieses liebevolle Element, das die Brücke zum anderen schlagen kann, egal was ich wahrnehme, egal was ich über den anderen weiß. Wenn das gelingt, dass hier so ein Element der Liebe, die darf professionalisiert sein, das darf Empathie, Mitgefühl sein. Aber wenn dieses überbrückende Element gelingt, dann entsteht bei Patientin und Ärztin plötzlich das Gefühl echter Begegnung. Dann sind beide frei. Die sind beide aus ihrer Kiste raus. Dann ist eigentlich egal, was Statistik ist und egal, was objektiver Befund ist. Es geht nur noch um das, was auf Augenhöhe in der Begegnung von Ich zu Ich sich realisieren soll. Aber das ist gar nicht einfach. Weil wenn das stattfindet, wenn das zulässig ist, wenn das zugelassen wird von beiden Seiten, dann ist das Ergebnis, was daraus resultiert, ungewiss. Dann ist das nicht vorhersagbar. Dann ist das situativ, kontextuell, eben einzigartig, weil diese Begegnung einzigartig ist, weil die Menschen in dem Moment einzigartig sind. In diesem Moment der Freiheit, die man miteinander hat, besteht eine unglaublich große Unsicherheit von beiden. Ich glaube, deswegen vermeiden wir das so oft, in neue Beziehungen zu gehen, weil wir den Mut verlieren oder die Übung verlieren, in dieser Unsicherheit zu leben. Weil wir genau wissen, dass diese Unsicherheit Verantwortung schafft. Wenn man miteinander eine Entscheidung trifft, ist man für sie verantwortlich. Ganz anders verantwortlich, als wenn jemand anders die getroffen hat oder eine Datenbankanalyse sie für mich trifft. Ich werde Teil des Prozesses. Ich werde unter Umständen auch Teil des Problems. Und wir haben verlernt zu vertrauen, dass Fehler machen von beiden getragen wird, wenn echte Beziehung da ist. Also auch Mut zur Verantwortung. Der kleine Prinz in Saint-Exupéry, ich bin für meine Rose verantwortlich, freut sich, Verantwortung tragen zu dürfen. Wir sind in einer Medizin, die Verantwortung externalisiert und abgibt.
Aber Verantwortung gehört zur Begegnung dazu, weil man Teil des anderen wird, weil man Teil des Prozesses wird, Teil dessen, was in Freiheit sich einzigartig neu gestaltet. Also die erste Beziehung ist die Beziehung zu mir selbst. Die zweite Beziehung ist die Beziehung zum anderen. Und wenn wir das gelernt haben, ist die dritte Beziehung die Beziehung zur Welt. Wenn das hier gut geht, die Beziehung zum anderen, dann wird aus ich und ich wir. Wie wunderbar, oder? Dass etwas Neues, Ganzes entsteht, in dem zwei Teile zusammengehören. Und ich glaube, da sind wir jetzt an einer unglaublich großen Zeitfrage. Wie schaffen wir es, auch als Gesellschaft und auch als Kultur vom Ich zum Wir? Wenn wir nämlich in die Welt schauen, dann sind unsere Krisen heute so groß geworden, dass wir die alleine gar nicht werden beantworten oder beherrschen können. Klimakrise, Pandemie, Krieg sind doch nicht durch eine Einzelindividualität zu lösen, sondern wir brauchen eine Gesellschaft, in der wir zu einem Wir kommen, ohne dass wir unser Individuelles aufgeben müssen. Und das gelingt aber nur, wenn wir an etwas Gemeinsames anschließen, wenn wir etwas haben, wo wir gemeinsam anknüpfen. Die Medizin ist auch keine Individualleistung mehr. Medizin ist längst eine Teamleistung geworden, wo Pflegende, Therapeuten, Ärztinnen und Ärzte, Sozialarbeiterinnen, Angehörige zusammen ein Gesundwerden und einen Gesundheitsraum gestalten, damit Heilung möglich wird. Diese Teambildung, wie es dann modern heißt, ist eigentlich eine Wir-Frage. Eine: Sind wir in der Lage, den Aspekt der Patientin und des Patienten gemeinschaftlich zu tragen, zu unserem gemeinsamen Stern zu machen, um aus einem gemeinsamen Wir heraus zu handeln? In einem Vortrag über Wirtschaftsentwicklung habe ich mich mit einem Menschen darüber unterhalten, wie sich die Ressourcen in der Zukunft entwickeln werden. Und wir haben ihn gefragt, was ist denn die knappste Ressource der Zukunft? Und das wird nicht Öl oder Gas sein, sondern das hohe Maß an Komplexität der Welt, das hohe Maß an Komplexität in den Aufgaben unserer Zeit wird Menschen brauchen, die in der Lage sind, sich miteinander zu vernetzen, die in der Lage sind, tragende Beziehungen zu bilden. Aber tragende Beziehungen in der Welt gelingen mir nur, wenn ich gelernt habe, in Beziehung zu gehen und zu bleiben. Und das gelingt mir nur, wenn ich mit mir selbst in einer tragenden Beziehung bin. Die knappeste Ressource der Zukunft werden seelisch und sozial gesunde Menschen sein. Wir brauchen ein Schulsystem, das seelische und soziale Kompetenz fordert. Wir brauchen Arbeitsplätze, in denen wir uns seelisch und sozial entwickeln dürfen und gesunde Räume haben, um die Komplexität der Herausforderungen einer globalen Welt überhaupt meistern zu können. Also ich und Welt braucht eine Wir-Kompetenz in Zukunft. Unsere Patienten brauchen eben uns alle. Wir hatten vor 2 Jahren einen Patienten bei uns im Haus, der war 82-jährig, und ich habe den nur ganz am Ende begleitet. Aber weil wir jeden Morgen hören, wer neu ins Haus kommt und wer wieder entlassen wird, hatte ich schon mehrmals mitgekriegt, dass der für mehrere stationäre Aufenthalte bei uns war. Und zwar ein 82-jähriger Patient mit einem inoperablen Tumor der Bauchspeicheldrüse. Da ist die mittlere Lebenserwartung 2,6 bis 5,4 Monate.
mit Therapie und Chemotherapie vielleicht 11 Monate. Schwerst kranker Patient, Lebermetastasen, der wollte nicht sterben. Ich bin noch nicht so weit. Und seine Familie wollte den auch nicht gehen lassen. Der war voll selbstversorgend mit seinen 82, ist Fahrrad gefahren, hat aktiv am Familienleben teilgenommen. Der wollte da sein. Und wenn man jetzt aber schulmedizinisch schaut, was ist das für eine Diagnose, der kann nicht operiert werden, dann ist die zweite Alternative, man macht eine Chemotherapie. Und in seinem starken Lebenswillen mit 82, und das steht hier mal mit 82 auch zu, hat er dann gesagt, okay, das versuche ich. Ich mache diese Chemotherapie. Und die hat er nicht vertragen. Und das war dann die nächste Krise, dass er merkt, okay, wieder keine therapeutische Option. Ich kann nicht operiert werden, ich kann keine Chemotherapie machen, aber ich will leben. Und dann hat er eine Komplikation nach dem anderen gehabt. Dann hat er einen Gallengangsverschluss durch den Tumor gehabt, der hat auf die Gallengänge gedrückt, dann brauchte der eine Intervention, wo er einen Stent, einen kleinen Schlauch in die Gallengänge bekommen hat, dass sie wieder ablaufen, dann haben die sich entzündet, Antibiotikatherapie, nach Hause, Krankenhaus, immer wieder. Da kann man sich fragen, warum begleiten wir solche Verläufe? Ich weiß das alles gar nicht so genau, weil ich habe ihn da gar nicht kennengelernt. Aber was deutlich war, diese soziale Inkarnation, die war im Sterben auf jeden Fall noch nicht so weit, dass er geht. Da war ganz stark das Erlebnis, wir wollen noch was miteinander. Wir haben noch was miteinander zu tun. Wir brauchen noch Zeit. Und dieses Wir brauchen noch Zeit für unsere Beziehung ist eben auch eine medizinisch bedeutsame Realität. Der Mensch lebt eben nicht nur in sich, sondern auch in den anderen. Und deswegen ist ein gesundes Soziales Teil eines Heilungsprozesses, Teil eines Gesundungsprozesses, wenn es dort Krankheit gibt. Wir können eben nicht nur körperlich krank sein, sondern auch in unseren Beziehungen. Und in dem Fall brauchte es in seiner sozialen Inkarnation Entwicklungs- und Entwicklungszeit. Es war dann an Johanni 2020, dass ich Nachtdienst hatte und von meiner Assistenzärztin angerufen wurde, weil dieser Patient, der bei uns auf Station war, eigentlich mit einer Gallengangsentzündung angefangen hat, Blut zu erbrechen und dann ganz schlapp wurde. Und als sie angerufen hat und ich gefragt habe, wie ist der Kreislauf, da war schon deutlich, der Blutdruck geht runter, das Herz wird schneller und es war klar, da muss der Tumor in den Darm zum Beispiel eingebrochen sein oder in ein Gefäß und er wird eine massive innere Blutung haben. Dann brauche etwa 8 Minuten, bis ich in so einem Notfall in der Klinik bin, bin da sofort hingefahren, bin zu ihm ins Zimmer und habe dann einen Menschen dort sitzen sehen, so leicht aufrecht, das hat die Pflege wunderbar gemacht, weil die Übelkeit, wenn es eine obere Blutung gibt im oberen Verdauungstrakt, ist weniger, wenn man aufrecht ist und das nach unten fließt und nicht in den Mund. Blass, ganz ruhig. Die hatten richtig das Bett schön gemacht und die Decke glatt gestrichen und meine Assistenzärztin kam dazu und dann sind wir aus dem Zimmer und sie hat mir seine Geschichte erzählt, weil sie hatte ihn die letzten Wochen und Monate schon begleitet. Und hat gesagt, ja, dieser Patient, der will eigentlich noch. Und dann habe ich aber gesehen, der Blutdruck, die Uhrzeit, dieser Patient kann bei uns nicht endoskopiert werden. Wir werden bei uns die Blutung nicht stillen können und der ist eigentlich zu schwach für einen Transport. Und dann bin ich zu dem Patienten und habe ihn gefragt, wie er denn seine Situation erlebt. Und dann hat er gesagt, ich glaube, ich gehe jetzt. Und das war gut. Und dann habe ich gefragt, wie das für seine Familie sei. Er hat gesagt, ich glaube, es ist auch gut. Die rechnen damit. Und dann haben wir seine Söhne angerufen. Einen haben wir erreicht. Und er hat sich am Telefon von seinem Sohn verabschiedet. Ganz. Ja, das war so. Und dann haben wir seine Frau nicht erreicht, um die Uhrzeit. Und dann hatte ich die Idee,
dass wir der Frau eine Nachricht aufnehmen und die am nächsten Morgen dann zuschicken oder abspielen. Und die Nachricht habe ich noch und die darf ich benutzen. Und deswegen habe ich mein Handy mitgenommen. Ihrem Ehemann ist eine Blutung aufgetreten und er verliert ganz viel Blut in den Darm. Und ist jetzt mittlerweile so schwach, dass wir ihn nicht werden behandeln können, um die Blutung zu stillen. Und was er selber merkt, ist, dass er schwächer wird. Und wir haben jetzt gesagt, weil wir sie telefonisch um diese Uhrzeit nicht erreichen, dass ich eine kurze Aufnahme mache, damit er Ihnen noch ein paar Worte mitgeben kann. Susi, es hat mich gefreut, mit dir zu leben. Es kommt mir sehr, sehr schlecht. Und ich habe das Gefühl, ich muss gehen. Ich danke dir für alles, was du mir geschenkt hast. Und wünsche dir weiterhin ein gutes Leben im Aschblitz Nummer 1. Bravo. Es hat mich gefreut, mit dir zusammen zu sein. Danke. Fertig. Es hat mich gefreut, mit dir zusammen zu sein. Ich danke dir. Danke. Fertig. Wie gesund, oder? Da stirbt jemand in die soziale Gesundheit. Das allerletzte Wort, danke, fertig. Dann hat er nie wieder was gesagt. Dann hat er die Augen geschlossen, ganz in sich. Wir saßen etwa 2 Stunden da. Kein Telefon hat geklingelt. Seine Hand in meiner Hand. Und dann ist er gegangen. Aber wie schön, dass jemand sein Leben mit Dank beendet. Ins Soziale. Dass in diesen Wochen und Monaten, die er bei uns in der Betreuung war, das hat gut werden dürfen. Auch dieser soziale Aspekt hat heil werden dürfen. Und dieses Gute, was unsere Patientinnen und Patienten von uns brauchen, ist eben nicht das Richtige. Das ist was anderes. Das Richtige ist statistisch richtig. Das Gute ist richtig für den Menschen oder die Menschen, bei denen es passiert. Da liegt der Maßstab in der Inkarnation des anderen. Gut ist immer situativ, gut ist immer kontextabhängig, gut ist dann gut, wenn es passiert und eben gut ist. Und dafür braucht es dieses Ich und dieses Wir. Und was wir immer wieder erleben im Krankenhaus und wahrscheinlich in der Medizin allgemein, dass wenn das gelingt, dieses Gute miteinander zu greifen, dann öffnet das den Patientinnen und Patienten wie eine neue Zukunft. Das habe ich lange nicht verstanden, aber der Weg der Heilung ist nicht ein Weg zurück zu wie war es vorher, sondern der Weg der Heilung ist immer der Weg zu einer neuen Ganzheit, zu einer neuen Zukunft, zu einem Zustand, der anders ist als alles das, was vorher war, aber auch gut. Aber dass Heilung immer was mit Perspektive, mit Werden und mit Neuwerden zu tun hat. Und diese neue Ganzheit, dass ich ganz bin, dass wir als wir ganz und heil sind, das braucht den anderen.
das braucht, dass wir unseren Patienten zeigen, dass er so gut ist oder dass sie so gut ist. Wir müssen in diesem neuen Ganzsein auch erkannt werden. Erst wenn uns jemand das widerspiegelt, dass ich so heil bin, auch wenn ich vielleicht kaputt bin, auf einer ganz anderen Ebene, dann wird diese Ganzheit auch erlebbar. Wir brauchen den anderen dazu. Und insofern entdecke ich im Alltag, dass Heilung auch ein Beziehungsgeschenk ist, weil wir das Ganzsein des anderen, selbst wenn es im Sterben ist, anerkennen. Und insofern sind Beziehungen, gute Beziehungen, die wichtigste prophylaktische Maßnahme unserer Gesellschaft, sind ein wesentliches Medikament und letztendlich ein Aspekt der Heilsein im ganzen Sinne des in mir und in der Welt inkarniert sein, erst möglich macht. Achten wir auf unsere Beziehung. Sie halten uns gesund. Üben wir an der Beziehungsfähigkeit unserer Gesellschaft und bleiben wir in Beziehung, auch wenn es schwer ist. Setzen wir der Pandemie der Einsamkeit Mut zur Beziehung entgegen. Dafür braucht es uns alle. Vielen Dank fürs Zuhören.